Nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killerboy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne 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 ne. Ich wünsche mir 1 Million Euro. Ein Papagei, ein Motorrad, ein Swimmingpool, ein Trampolin. Was ist mit dir, Peter? Oh, ich überlege noch. Morgen ist Weihnachten. Ich würde mich lieber mal beeilen. Mama! Sei nicht so gemein, Henry. Ein Spielzeugparadies. Alles einsteigen, tut, tut. Henry, komm da runter. Sofort! Ich will eins davon, zwei davon, die alle. Ein Bum-Bum-Zerstörer! Den will ich auch vom Weihnachtsmann. Sonst. Ich will eine galaktische Schleimpistole, die ist total cool. Grüner Schleim, überall. Grüner Schleim? Cool! So eine will ich auch. Der Nächste. Ich wünsche mir eine galaktische Schleimpistole. Die muss unbedingt sein. Oh, und noch einen Bum-Bum-Zerstörer. Tja, Hier, das ist für dich, Weihnachtsmann. Oh, vielen Dank, junger Mann. Das ist wirklich nett von dir. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir ein Lexikon, verschiedene Samen, ein Geometrieset und Briefmarken bitte. Keine Spielsachen. Ich hab schon so viel. Was ist mit mir? Was ist mit meinen Geschenken? Nun, ich denke darüber nach. Super! Wenn Erwachsene sagen, sie denken darüber nach, dann heißt das immer ja. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Oh! Hilfe! Henry, passt auf! Nein, da kommen sie. Die Tür war offen, also dachten wir, wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Psst, ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine kriege ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen.
Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder. Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Knappe, du Zwerg! Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erstmal abwarten. Sicher die galaktische Schleimpistole. Frohe Weihnachten. Achim? Mist. Für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für Achim, für mich? Socken? Das ist gemein! Hoppla. Ja. Ich tue Achim nur einen Gefallen. Er braucht Socken viel, viel dringender als ich. Wartet! Zuerst wird gefrühstückt! Na gut, machen wir die Geschenke auf. Hurra! Hier, das ist für dich. Oh, für Henry? Ein Faxgerät? Ich dachte, das wäre eine galaktische Schleimpistole. Wie seltsam. Das Faxgerät habe ich für deinen Vater besorgt. Was ist denn das? Macht ihr Witze? Und das habe ich für dich besorgt. Cello-Noten. Aber ich spiele gar nicht Cello. Oh, ein Bild aus getrockneten Blumen. So eins wollte ich schon immer haben. War das nicht für Tante Ruth? Was ist denn das? Ja! Ich hab einen Bum-Bum-Zerstörer. Hey, das ist gemein. Ich wollte so einen haben. Jemand muss die Namensschilder vertauscht haben. Was soll ich denn mit einem Faxgerät anfangen? Die Namen sind vertauscht worden, Henry. Weißt du, wie das passieren konnte? Nein, ich hab keine Ahnung. Wer hat es dann getan? Der Weihnachtsmann. Er muss durcheinander gewesen sein. Ja, genau. Es war der Weihnachtsmann. Aber wieso würde der Weihnachtsmann unsere Geschenke vertauschen? Der Weihnachtsmann hatte wohl so viel zu tun, dass er sie verwechselt hat. Dummer Weihnachtsmann. Nun, dann helfen wir dem Weihnachtsmann eben und finden heraus, welches Geschenk wem gehört. Oh, aber mir gefällt mein Geschenk.
Tja, vielleicht könnte ich ja Cello spielen lernen. Ich kann dir Unterricht geben, Tante Ruth. Hier, Henry, dieses Ding ist für dich. Oh, danke, Mama. Hey, die gehört mir. Ach, komm schon, Achim. Wir teilen uns meinen Bum-Bum-Zerstörer. Na gut, von mir aus. Aber ich darf zuerst. Ja, los, Bum-Bum-Zerstörer. Achtung, Schleimangriff, vorwärts. Das war aber gemein, Henry. Frohe Weihnachten wünsche ich euch allen.